Willi, grüß dich. Hermann, grüß dich. Jahres zwei Tore geschossen, trotzdem nicht gewonnen. Ja, leider. Erstmal darf ich mich bei so vielen Zuschauern bedanken. Wir haben halt ganz ordentlich die Werbetrommel berührt und ich finde es super, dass so viele Leute gekommen sind. Ja, zum Spiel. Ich denke, wer
War leider ein hochverdienter Sieg für uns, den wir in der letzten Sekunde verschenkt haben. Aber lieber schieße ich gegen Ismaning ein Eigentor, als dass ich die Ismaninger ein Tor schießen lasse. Ja, ich meine, es ist auch, man sieht es ja, keiner vom FCI ist hier, verweigern die Pressekonferenz, ist auch kein schönes Bild, aber ich habe auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe ein gutes Spiel von meiner Mannschaft gesehen. Die erste Halbzeit war ein bisschen verhalten, aber ich glaube, das ist in einem Derby ganz normal. Und wir haben aber einen sehr guten Zugriff aufs Spiel gehabt, haben die Torchancen gehabt, zwar nicht so hundertprozentiger, aber doch schon zählbares. Ja, leider, der Gegner halt hat gar nichts gehabt, bis auf ein paar Standards. Und genau das wollten wir halt unterbinden. Sie sind halt gefährlich, wenn man sie dann mal kombinieren lässt, aber das haben wir das ganze Spiel 90 Minuten einfach top unterbunden. Und die einzige Chance, die sie gekriegt haben, hat unser Torwart aus einer Unordnung heraus bei uns auch sauber nochmal rausgefischt. Sonst muss ich einfach sagen, wir haben es ja leider versäumt, das zweite Tor zu machen. Es tut mir echt leid für alle Derby-Fans hier, die heute gekommen sind. Wir hatten oft genug die Chance, es zu machen. Wir müssen am Schluss, unsere jungen Spieler sind halt noch nicht so clever. Gerrit heute sein erstes Tor gegen seinen alten Verein. Muss dann die Ecke am Schluss kurz spielen und dann spielen wir da hinten auf Zeit, dann passiert das Foul jetzt gar nicht. Ja, schade. Aber ich hoffe, wir sehen ein paar Leute wieder beim nächsten Mal. Da waren wir nicht gespielt. Wie du schon gesagt hast, 600 Zuschauer für die letzten Jahre die meisten, was wir hier jeweils stehen haben. Jetzt haben wir nächste Woche in Eistings letzte Vorrundenspiel. Was ist ein Resümee für die Vorrunde? Kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Ja, ich glaube, im ersten Bayernliga-Jahr hat uns keiner zugetraut, so eine gute Rolle zu spielen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, wir haben eine gute Mannschaft, wir können das. Wir sind vor allen Dingen emotional aneinander gewachsen und die Jungs können sowohl Spiele drehen, so wie hier gegen Bogen mit 10 Mann. Also wir haben eine Top-Hinrunde gespielt zum jetzigen Zeitpunkt. Ich finde 26 Punkte respektabel. Ich habe immer gesagt, 30 mag ich bis zum Winter haben. Ich glaube, das ist immer noch im Bereich des Möglichen. Nächste Woche haben wir wieder ein tolles Spiel in Raisling vor, wenn wir bei schönem Wetter auch wieder vor einer Kulisse von 600, 700 Zuschauer. Ich finde es top. Ich glaube, für die Region ist auch super, solche Derbys hier im Norden zu sehen. Und ich bin stolz auf meine Mannschaft in der Vorrunde.